Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, da sind wir schon. Es ist jetzt aktuell 20 vor 8 morgen. Die Nacht war kurz bzw. gar nicht vorhanden, wie man sicherlich an meinen Augenringen auch ganz gut sieht. Aber da mussten wir sofort ran, wie es bei CSI Miami so schön heißt, we never close. Also das heißt, das PTU 2.2 ist jetzt da, schneller als dann doch erwartet. Ich hatte jetzt gedacht, es kommt erst Ende der Woche, aber nein, da ist es. Und das Erste, was wir natürlich machen, ist, wir gucken uns erstmal das neue Hunger Ready Schiff an. Dafür bin ich jetzt euer Host hier. Das ist nämlich die Kartual, der sogenannte Xian Scout. Ja, da ist sie jetzt. Hier steht sie schön beleuchtet im Revel and York Hunger, damit wir es uns genau und detailliert angucken können. Das erste Schiff, was es ja tatsächlich gibt im reinen Alien Design. Ja, das heißt tatsächlich das erste vollständige Alien Schiff, was jetzt hier so designt wurde, denn jetzt werdet ihr sagen, ja, aber es gibt doch auch die Scythe und die Glaive von den Vendul. Ja, das sind Nachbauten. Der Xian Scout bzw. die Kartual ist tatsächlich von Aliens gefertigt, nämlich den Xian, der Name schon suggeriert. Und dazu kann man eben sagen, dass es von der Aopoa Corporation, das ist ein Xian-Konsortium, gebaut wurde und so umgerüstet wurde, dass sie eben an Menschen verkauft werden kann. Das heißt, die Displays wurden entsprechend verändert, sodass Menschen sie bedienen können. Und auch die Waffen wurden etwas verringert, als der normale eigentliche Scout bzw. Explorer der Xian sie sonst hätte. Und es wurden auch sonst ein paar kleine Veränderungen vorgenommen. Aber sie soll genauso manövrierfähig sein wie das echte Xian-Original sozusagen. Und soll vor allem einen ganz großen Topspeed haben, sodass sie sich in einer angepassten Variante auch als Racer eignen könnte. Hier sehen wir sie jetzt also in einer zusammengeklappten Version. Wer die Bilder schon mal gesehen hat, sie weiß, dass wenn sie dann startet, sie ein vertikales Flugmodell hat. Das heißt, ein völlig anderes, als es jetzt wir von anderen Schiffen kennen. Die Triebwerke falten sich also dann so aus. Das ganze Schiff klappt sozusagen ein Stück nach vorne. Die Triebwerke falten sich dann aus und sind allesamt vollständig drehbar und schwenkbar. Man sieht es hier schon so ein bisschen andeutungsweise, wenn man hier so reinguckt. Ich finde es jetzt sehr spannend, weil man hier sieht, wie diese Aufhängung so gemacht ist. Das heißt, man kann sich wirklich vorstellen, wie hier sich alles mit Scharnieren drehen und wenden kann, sodass man eine sehr, sehr hohe Manövrierfähigkeit erreicht. Wir sehen jetzt hier aktuell Bearinglaser dran. M3A würde ich schätzen, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, von daher korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ihr es besser wisst, aber das ist jetzt die Bewaffnung, mit der sie hier gerade in den Hangar geliefert wird. Man sieht auch die Ausrichtung, das heißt, man sieht ziemlich genau, wie das Schiff dann eigentlich auch ausgerichtet sein soll, wenn es denn dann fliegt, nämlich quasi nach von hier aus gesehen nach oben. Wie gesagt, wir haben es hier jetzt mit einem Design zu tun, was komplett neu ist, auch das Flugverhalten soll komplett neu sein. Ist ursprünglich darauf angelegt, dass die Xian also sagen, ja, sie sind etwas xenophobisch, das heißt, sie haben insbesondere vor dem Eindringen anderer Physia-Alien-Rassen, in dem Sinne auch die Menschen, Angst, und haben eine ganze Reihe von Scout-Schiffen, die eben die Grenzen patrouillieren. Und da gehört der Scout von den Xian, hier diese Kartual, eben dazu. Von den Menschen wird sie übrigens Quark genannt, weil sie, wenn sie fliegt und alle vier Triebwerke feuern, dann eben aussieht wie ein Funkenflug, der so durch das All rauscht. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Was man noch erzählen kann dazu, ist auf jeden Fall, dass sie vier Tier 3 Thruster hat. Also das heißt, vier Thruster der Größe, also des Tier-Levels 3. Das ist schon ziemlich heftig. Und wie gesagt, soll sich eben auch im Racing-Segment dann sehr gut machen, wenn sie einmal flight-ready ist. Momentan ist es ja nur das Hangar-Modell, was wir jetzt hier sehen können. Außerdem hat sie, wenn ich jetzt mal kurz hier neben mir auf die Stats gucke, 8 Manövrierdüsen des Tier 2 Levels, das heißt, es ist auch schon eine ganze Menge, was man hier sehen kann, das für ein kleines Schiff in dieser Jägergröße ja wirklich sehr, sehr beweglich sein müsste. Dementsprechend kann man natürlich jetzt nicht sagen.
sagen, wir haben noch einen Powerplant dabei, nach den ursprünglichen Stats jetzt von der Stärke 4. Also das ist ein Size 4 Powerplant, was dran ist. Ja, und ansonsten, was es jetzt an genauen Waffen trägt, ist noch to be determined, zumindest so laut den Website-Stats, die es jetzt aktuell gibt, die jetzt bestimmt auch nochmal geupdatet werden, wenn das Schiff dann tatsächlich live released wird. Also das heißt wirklich in den Hangars landet, wenn der Patch 2.2 live geht. Momentan sagt man, es gibt einen Fixed Mount und es gibt einen Gimbaled Mount für das Schiff. Hier würde ich jetzt sagen, dass es jeweils dann eben eine Zwillingswaffe wieder dran hängt. Ich kann jetzt noch nicht genau sehen, wo jetzt hier der Fixed Mount sein sollte. Ich würde jetzt schätzen, die hier sind Gimbaled angebracht. Wäre jetzt so meine persönliche Einschätzung, aber vielleicht wisst ihr da auch mehr und könnt mir gerne da weiterhelfen. Schildgröße soll auf jeden Fall der Größe 4 sein, also ein Size 4 Schild soll drin sein. Und jetzt würde ich sagen, nutzen wir mal die Gelegenheit und gehen auch wirklich mal rein in das Schiffchen. Wenn sich der Use-Button wieder zeigt. Ja, man sieht's. Schöne Animation, wie die Cockpits Verglasung da zur Seite fährt und wir jetzt also nun in dieses fast vollständig verglaste Cockpit setzen. Klapp, geht die Konsole runter. Ja, und da sind wir. Können wir uns mal hier ein bisschen, umschauen. Also gehen wir mal in die Außenansicht rein und gucken uns das Schiff mal von außen an. Mal sehen, wie es in der Draufsicht wird. Also man kann jetzt schon sehen, es hat eine sehr, sehr schlanke Silhouette. Man sieht es ja. Wirkt sehr filigran, finde ich, für meinen Geschmack. Also wirklich eine sehr ausdrucksstarke, filigrane Silhouette. Ich finde trotzdem nicht, dass sie sehr, dass sie unbedingt anfällig wirkt. Also man kann sich schon vorstellen, dass das einiges aushält und so. Aber wenn wahrscheinlich einer von den Thrustern da, von den Main Thrustern ausfällt, wird es wahrscheinlich nicht schwer, das Teil unter Kontrolle zu halten. Das sind jetzt natürlich zu diesem Zeitpunkt reine Spekulationen von meiner Art. Ich denke, Weezen kann es kaum erwarten, dieses Schiff dann wirklich auch vollständig zu testen und mal auszuprobieren, wie es sich denn macht, wenn es dann irgendwann flight ready ist. Momentan kann man eben dazu noch nicht allzu lange viel sagen. Zu den generellen Stats kann ich sagen, es ist ein Einsitzer, klar, es ist ein Jäger für eine Person. Außerdem 10 Meter lang soll sie jetzt sein, in etwa. Sie soll außerdem die Möglichkeit haben, sie soll außerdem etwa 15 Tonnen wiegen von ihrem Gewicht her. Und sehe übrigens gerade, ich habe mich da anscheinend vertan, es soll eine Max-Crew von 2 Leuten sein. Wüsste ich jetzt nicht so genau, ob das aktuell ist. Ich hatte da mal was zu gelesen und gesehen, aber von daher Vorsicht, ja, das sind alles jetzt aktuell die Stats von der RSI-Seite. Die sind alle noch aus der Konzeptphase, aus der relativ frühen, also von daher muss es nicht sein, dass es das richtig ist. Ja, das muss nicht unbedingt stimmen. Wenn wir sie uns jetzt im Vergleich angucken, hier vor haben wir uns hier die Glaive hingestellt und da hinten seht ihr die Saber, schon als kleiner Teaser für das Video, was jetzt auch natürlich entstehen wird, weil die Saber ist mit diesem PTU-Patch jetzt flight-ready geworden. Und da sind wir sehr, sehr gespannt drauf, wie sie sich jetzt da macht im Mini-PU. Werden wir sie versuchen zu testen. Das werden Weezen und ich dann übernehmen. Da könnt ihr reinschauen, aber wir haben sie jetzt schon mal sozusagen im Vergleich dahingestellt. Ja, sehr langes Schiff und dadurch, dass es eben eine Pfeilform an sich hat, finde ich, sehr elegant wirkt es. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dadurch eben eine sehr gute Manövrierfähigkeits- und Geschwindigkeitsauslastung hat. Wie jetzt natürlich die genauen Stats dazu aussehen, können wir jetzt an der Stelle natürlich noch nicht sagen. Wir haben jetzt hier nochmal die Cockpit-Ansicht. Wo auch immer da mein Helm hin ist oder was auch immer ich da für eine Glatzenkappe trage, das kann ich euch jetzt nicht so genau sagen, aber das ist ja auch gerade nicht so richtig wichtig. Ja, man sieht, die Übersicht ist auf jeden Fall gegeben in dem Cockpit. Alles ist im Grunde verglast nach links und nach rechts. Also Backbord und Steuerbord kann man ganz gut sehen, dass man viel Aussicht hat. Auch wenn man sich dann wirklich vorstellt, alles ist hier gyrostabilisiert. Das bedeutet, der Sitz fährt sozusagen in der Kreisebene mit dem Cockpit mit, kann sich also sozusagen eindrehen dann in die Richtung, in die man fliegt. Wirkt alles wirklich sehr hochmodern, wie die Xi'an nun auch mal sind. Eine Rasse, die wahnsinnig viele Industriewelten hat, die großen Wert auf ihre hohe Technologie legt und nicht umsonst gibt es eben Schiffshersteller wie MISC zum Beispiel, Musashi Industries, die halt sehr viel Wert darauf legen, gute Kontakte zu den Xi'an zu haben, damit sie ihre eigenen Schiffe wie die Freelancer oder auch die insbesondere die Reliant mit deren
Technologie ausstatten können. Und das sieht man hier schon ganz gut, glaube ich. Für ein Scout- und Schrägstrich-Explorer-Schiff auch eine sehr, sehr gute Übersicht, finde ich. Gerade dafür ist es natürlich sehr schön, dass man hier viel sieht. Was jetzt die Displays im Flug angeht, kann ich euch noch nicht so wirklich viel dazu sagen. Ich würde schätzen, dass wenn ich jetzt hier so zur Seite reingucke, also wenn man jetzt hier mal so unten auf die Bildschirmkante achtet, ich versuche mal einen guten Winkel dafür zu finden. Hier, da, jetzt sieht man es hier vor dem Piloten. Ich würde schätzen, dass das da zwei Holoprojektoren sind. Also das bedeutet, dass der Rest der Armaturen, die man hier hat, quasi wirklich ins Sichtfeld reinprojiziert wird. Das heißt, keine festen Displays, keine Multifunktionsdisplays, wie wir es jetzt von den Aegis-Designs zum Beispiel kennen von den Menschen, sondern dass das alles passiert über Holoprojektoren, die das Bild im Endeffekt projizieren. Ist jetzt meine Spekulation, kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht so genau sagen, aber ich würde davon ausgehen, dass das die Technologie ist, die hier verwendet wird. Auch interessant finde ich insgesamt die Armaturen zum Flug. Das scheinen ja wie so eine Art Trackballs zu sein. Der Pilot hat eben seine Hände da auf den Trackballs quasi drauf und wird auf diese Art und Weise anscheinend dieses Schiff steuern. Finde ich sehr cool. Dazu noch Pedale. Die er dann nutzen kann, also kein klassischer Joystick oder HOTAS-System mit Joystick und Schubkontrolle, sondern eben mal was komplett anderes. Und da bin ich sehr gespannt darauf, wie sich dieses Schiff im Arena Commander, beziehungsweise dann insbesondere auch im Mini-PU macht, was sie dann wirklich, ob sie dann wirklich hält, was sie verspricht, ob es ein wirklich schneller Jäger ist, der auch für Exploring-Aufgaben eben gemacht ist, als Scout gut funktionieren kann und ja, ob es vielleicht die ein oder andere Corporation gibt, die dieses Schiff auch wirklich komplett in die Flotte aufnimmt. Also, dies war jetzt mal der Hangar, die Ansicht von der gerade frisch darin erschienenen Xi'an Scout, der Kartual. Von den Xi'an und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein paar Infos, die ihr mit rausnehmen könnt und freut euch selber, wenn ihr das Schiff habt, dass ihr es jetzt auch im Hangar begutachten könnt. Ansonsten schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr noch andere Informationen dazu habt, ob euch das jetzt geholfen hat. Liked und disliked uns, insbesondere wenn ihr up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen. Wie gesagt, we never close, dann abonniert unseren Channel und schlussendlich, wenn ihr uns wirklich persönlich unterstützen wollt, weil ihr sagt, ey, die Jungs hier leisten wirklich, was die wollen, hier was reißen bei Star Citizen und wir finden das cool, dann schaut doch mal auf unser Patreon-Profil. Könnt ihr uns persönlich unterstützen und unsere Arbeit hier so weiterführend möglich machen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und in diesem Sinne verabschiedet sich Sawyer mit einem See you on the flight deck.